Willkommen zur 12. Folge der Let's Play-Serie. Wir sind inzwischen mitten im Herbst, ja, Tag 6, das ist gerade so die Mitte. Das Jahr wird nicht mehr allzu lange gehen, oder wobei, naja, irgendwie gehört der Winter ja dann auch noch zum Jahr. Ich habe jetzt so ans Farmjahr gedacht und auch Handelsjahr, um das mal so zu bezeichnen, weil das ist ja alles beides, Handel und Farming ist im Winter deutlich erschwert. Wobei das mit dem Farming noch extremer ist, da wächst halt gar nichts. Ich sollte vorher alles abernten, mir die Samen sichern. Und was den Handel angeht, naja gut, wir sind noch nicht so weit, wir haben noch gar nicht die Region freigeschaltet, aber ja, hängt sicherlich auch immer ein bisschen davon ab, wie man Leute hat. Ich habe durchaus in einigen Spielen schon gehabt, dass ich denn das irgendwie noch im Herbst geschafft habe, da noch einmal zu handeln, aber im Moment sehe ich das nicht. Das ist sicherlich auch vor allem eine Geschichte mit der Forschung. Klar, wir müssten hier die Kartografie freischalten und dann könnte mal jemand losschicken. Ich sehe das im Moment noch nicht. Überhaupt, um sinnvoll jemanden losschicken zu können, ich glaube, ich hatte das schon mal gesagt, ich würde gerne hier die Bienenkörbe als wesentliche Handelsware einsetzen. Das Praktische daran ist, dass eben ein Teil Heu dafür nötig ist und ich habe irgendwie so viel Heu, das ist ziemlich praktisch. Okay, wir brauchen auch noch Holz, aber vor allem muss ich sagen, insgesamt von dem, wie soll ich es mal sagen, vom Wert und Gewichtsverhältnis finde ich die Bienenkörbe sehr schön, weil die sind vergleichsweise leicht und bringen dafür eben relativ viel Geld ein. Und man kann sie halt handeln, bevor irgendwelche minimales Ansehen vorhanden ist. Gerade hier eine andere gute Möglichkeit grundsätzlich ist sicherlich an der Stelle dann auch Waffen, Rüstungen, solche Dinge, die halt vielleicht auch hier die Feinde uns überlassen haben. Die kann man auch ganz gut verkaufen. Die bringen eine Menge Geld ein. Es hat halt nur so zwei, drei andere Problemchen, warum ich das nicht mag. Die eine Sache ist die, ich würde sie gern lieber selbst behalten, weil die meisten Sachen sind Material, was ich brauchen kann. Und die XP beim Zerlegen, die finde ich eigentlich auch ganz gut. Aber eine andere Problematik ist an sich viel stärker, weil man kann gar nicht handeln mit den anderen Dörfern. Diese Dinge, dafür braucht man eben eine minimale Zustimmung oder, ja, wenn man das jetzt sieht, Ansehen. Genau, das war das richtige Wort bei denen. Die musste man erstmal durch anderen Handel aufbauen und ja, das ist irgendwie viel zu kompliziert. Es ist deutlich einfacher, diverse Strukturen, die wir hier so haben, einzupacken und zu verkaufen, zum Beispiel hier auch hier diese also Nähplätze hier, das ist hier das Entfernen, dann packt er das in so eine Kiste sozusagen ein und die Kiste, die kann man wunderbar handeln. Da muss man den eben nur noch sehen, dass von den Rohstoffen, sprich den Kosten, die man da hat, wobei na, eigentlich die Kosten sind nicht so das, der Punkt, weil das ist meistens relativ zu den Dingen, die man dann einnimmt. Das macht nicht so viel Unterschied. Aber man kann eben doch durchaus gucken, was man für Material hat, ob man es denn übrig hat, ob es schwierig zu besorgen ist. Also zum Beispiel fände ich es an der Stelle unpraktisch, Dinge mit Metall oder auch Steinen oder so herzustellen, zu verkaufen, weil da musste man erstmal auf relativ schwierige Art die Rohstoffe besorgen, das herstellen und dann verkaufen. Das ist ungünstig. Ich würde eben lieber Dinge nehmen, wo ich die Rohstoffe auf einfache Art nachwachsende Sachen so zum Beispiel hinbekomme. Also hier gerade so eben Holz oder Heu oder solche Sachen oder Zweige. Das wäre auch ganz gut. Mit Zweigen habe ich noch nicht so richtig gute Dinge gefunden. Hier die Fallen wären prinzipiell so eine Sache, aber die sind so klein und so wenig wert. Das lohnt irgendwie den Aufwand nicht. Ja, das ist so die grundsätzliche Idee. Also werden wir das sicherlich mit den Bienenkörben machen und wir sind jetzt so einigermaßen, kommen wir wieder in die Forschung an der Stelle. Wir haben so insgesamt die wichtigsten Sachen, die haben wir schon, die wir brauchen. Irgendwo hätte ich denn sicherlich gerne hier mal noch Richtung Armbrüste durch, aber dafür brauchen wir denn schon die nächsten Forschungstische für den zweiten, für den dritten. Will heißen, das wäre denn hier oben diese Linie Forschung 2 und Forschung 3. Das wäre grundsätzlich mal eine nächste interessante Forschungsrichtung, definitiv.
Verteidigungsanlagen und all die anderen Sachen, das finde ich erstmal alles nicht ganz so interessant. Krankenbett, ja, da braucht man die Richtung für. Also ich denke, die eine Geschichte, die ich wahrscheinlich gerne denn kurzfristig machen würde, wäre das mit der Imkerei und der Kartografie, weil dann können wir handeln. Und über den Handel können wir uns dann sicherlich auch wieder noch ein paar schöne Dinge holen. Es ist ja auch so, wir kommen öfter mal Händler zu uns. Der Punkt ist allerdings, die kriegen da einen Bonus oder wir kriegen Malus, wenn die zu uns kommen, was die Preise angeht, sowohl Kauf als auch Verkauf. Wenn wir aber in andere Dörfer gehen und dort handeln, dann kriegen wir diesen Bonus oder das Dorf den Malus, je nachdem, wie man das sieht. Es ist also deutlich günstiger, wenn wir da selber aktiv wären. Macht ja auch total Sinn. Einfach hier nur warten, dass die kommen. Die haben halt den Aufwand und wir quasi keinen hier. Wir müssen einfach nur warten und wenn wir da erst eine Karawane losschicken, dann ist das alles nicht ganz so einfach, aber rein von den Kosten oder den Einnahmen, die wir da rausholen können, ist das viel, viel interessanter. Also das sollte man denn schon tun. Also ich denke, das wäre die erste Geschichte hier im Imkerei und Kartografie. Reihenfolge ist fast egal. Wahrscheinlich werde ich sogar erst die Imkerei holen, weil sagt, ohne das sehe ich da nicht so richtig den großen Vorteil. Und dann werden wir sicherlich hier Forschung 2 und 3, das sind die Dinge, und dann hier auf Armbrüste gehen. Das sind mir insgesamt die wichtigsten Dinge, die wir hier kurzfristig rausholen können. Terraforming wird auch vielleicht, vielleicht hole ich mir das auch nochmal. Muss man mal sehen. Ist nicht ganz so wichtig, aber dann können wir aus der Erde auch noch hier Rampen bauen und das wird hier und da schon durchaus interessant, wenn wir da auf die anderen Rohstoffe gehen. Also Rohstoffe wie die wir aus dem Boden holen müssen, wie Eisen, Gold, Kalkstein und solche Sachen. Da wird das schon interessant. Die anderen Dinge finde ich jetzt alle nicht so wichtig, die wir hier haben. Das ist schon schön. Ja, zum Beispiel gerade die Eisherstellung wäre schon so eine Sache oder irgendwo hier Chemie oder was auch immer da noch rauskommen kann. Da sind definitiv einige Möglichkeiten, die wir da haben. Und oder hier kochen und so. Also da kommen schon noch Dinge, die interessant sind, aber es ist für mich alles nicht ganz so essentiell. Also insofern, Imkerei braucht allerdings, wie man hier sehen kann, auch schon Bücher für die zweite Stufe. Also ist dann doch hier das mit der Forschung die nächste Geschichte. Denn können wir uns für Imkerei und für Kartografie, der hat die einfachen Sachen ja. Naja, müssen wir mal gucken. Das wäre so grundsätzlich die Richtung. So, und was die Felder angeht, da hatte ich zuletzt ja schon das eingestellt, dass nicht mehr gesät wird. Die sollen das, was dort vorhanden ist, nur noch ernten und einlagern. Karotten hat man hier nochmal ausgesät. Ich hoffe, die kriegen das noch hin, aber es sieht ja eigentlich gar nicht schlecht aus. 4 Tage, das kriegen wir schon noch hin. Okay, das ist dieser Teil. So, und ja, was unsere Basis angeht, da, boah, wir sind schon gut vorangekommen. Guck mal, es ist schon einiges da, was wir haben. Nächste Aufgabe wäre vor allem hier, die Schreine aus dem Lager rauszubekommen. Und sind wir doch durchaus schon sehr fleißig und intensiv dabei. Hier soll zunächst mal unsere erste, naja, ich sag mal, einfache provisorische Tempel entstehen. Die sind hier beide fleißig am. Na, warte mal, jetzt sehe ich gerade hier. Nee, du sollst da schon hin. 1, 2, 3, aber. Jetzt gucke ich gerade. Der den da weg, der den da weg. Jetzt sind sie hier, ja. Da wollen wir irgendwann auch hin. Das sollen irgendwann mal hier die Felder werden. Aber die sollen erstmal die zwei Dinger hier reinbuddeln. Naja, weißt du was? Ich werde hier trotzdem jetzt auch schon mal Türen setzen. Nee, die Tür kommt hier hin. Kann ich noch nicht. Ich habe gerade überlegt, ja, jetzt Markus rennt natürlich jetzt erstmal los und wird Baumaterial holen. Das ist natürlich auch die grundsätzliche Idee. Ja, weißt du, hier können wir durchaus mal hier den kompletten Block hier, das wird hier komplett alles frei auf 3 Ebenen. Jo, und dann machen wir hier, kriegen wir natürlich auch den Holzboden rein. Hast du dir da schon Material für die Tür geholt? Das ist im Prinzip gar nicht übel. Und hier und hier. Dort und dort. Ja, dann kommt langsam durch.
Tempel ist. Oh, da kommen schon die Ziegen und holen die Erde. Boah, das klappt ja inzwischen super. Ich mag die Ziegen. Aber das hatte ich schon erwähnt. Wirklich fleißige Helfer. Naja, gut, so. Da haben wir hier irgendwo noch. Naja, wobei, das geht denn schon noch. Der ist hier schon am Boden. Während Doll da noch fleißig ist. Jetzt habe ich es gerade gesagt. Jetzt geht er erstmal beten. Naja, gut, okay. Aber das, wenn die denn hier beide aktiv sind, oder naja, das geht dann doch so schnell so. Die Räume sind nicht so riesig. Ich habe so, ja, 3x10 ist für den Moment mal, das muss mal reichen. Wir werden denn, wenn die denn final die Größe bekommen, das wird denn der unterste Ebene sein, weil das die Stelle ist, wo sie dann irgendwann mal am einfachsten und kürzesten hinkommen. Im Moment sind wir hier. Dann werden diese Tempel, die wir da sozusagen bauen, auch deutlich größer werden. Im Moment ist es noch nicht so. Aber ja. So, du bist hier mit dem Boden, aber eigentlich könnte ich denn schon. Wir haben ja doch sehr, sehr viele Eichenbrüder und irgendwo kaum die Restitutionisten. Hat sich da inzwischen irgendwas geändert? Kann man gerade noch mal gucken. Links sind die Eichenbrüder. Der Douglas ist der Einzige, der hier so ein bisschen da ein Restitutionist ist, glaube ich. Hier haben wir auch heftig. Ja. Alle fünfmal, das ist irgendwie schon krass. Aber wie schon gesagt, das hatte sich irgendwann am Anfang schon angedeutet. Das ist von der Einstellung ja doch so, dass 50% in die eine oder die andere Richtung gehen. Und die drei Leute, die ich am Anfang hatte, hier Colina, Emelina und Markus, ich weiß nicht, wie sie aufgestellt waren. Da war halt dann auch einer Rezeptionist, aber durch irgendwelche Ereignisse zufällig ist er dann da auf die andere Seite gewandert und die, die hier gekommen sind, ja, es scheint da so zu sein, je mehr Leute von der einen Richtung hier unterwegs sind, umso mehr ziehen sie die anderen auch in diese Richtung. Und ja, wir haben hier doch ein ziemlich krasses Ungleichgewicht. Gerade wenn die dann alle gleichzeitig beten wollen, ist es halt schwierig und da wird es an der Stelle dann durchaus auch wichtig sein. Mit den Tempeln, die wir hier kriegen, naja gut, so riesig wird das an der Stelle auch nicht. Wir haben gar nicht den Platz dafür, aber wir werden zumindest drei Schreine hier hinstellen können. Und insofern fangen wir da mal an mit den Eichenbrüdern. Wir können den durchaus schon hier rüber schieben. Und dann würde ich sagen, machen wir mal hier noch den zweiten und den dritten und dann ist das schon mal gar nicht übel. Wir brauchen natürlich an der Stelle dann auch. Habe ich das jetzt erwischt hier? Also ich habe den Holzboden erwischt, ja, und nicht den Lehmbehälter. So, du kommst hier rein und dann brauchen wir da natürlich dann auch. Die waren doch hier drin, oder? Eichenbrüder, da sind die Eichenbrüder. Dann kriegen wir da jetzt richtige Tempel. Mal gucken, nochmal check, was wir da brauchten. Hier sind die Eichenbrüder. Wir brauchen zweimal Wanddeko und einen Schrein und keine anderen Arbeitsplätze. Das kenne ich von früher eigentlich gar nicht. Durch irgendwas. Na gut, nehmen die mal raus hier wieder. Die Räume. Aber okay. Das muss, glaube ich, irgendwo mit der 19 gekommen, aber ich weiß. Na gut, das ist auch nicht so wichtig. So, also wir haben die drei Schreine, wir haben die Wanddekos, wir haben etwas Wärme hier an der Stelle. Der Raum ist auch schon abgeschottet. Also wenn er denn hier die Deko bauen würde, dann hätte er das schon. Ich würde aber doch noch ein wenig mehr Licht hier holen. Wir kriegen mal hier noch Fackel. Und weiter können wir auch noch eine Deko denn hinmachen. Machen wir mal die Fackel hier. Na, ein bisschen hin und her gerissen. Na gut, pass auf, wir machen hier die noch einmal zur Beleuchtung. Und wenn er das hier hinten hinkriegt, Doyle ist inzwischen schon beim nächsten Raum. Und dann würde ich hier vielleicht auch noch mal zwei von denen hier. Dann ist es hier noch ein wenig hübscher. Also zum Beispiel so. Und du hier auch noch ran. So, dann reicht das. Ist nicht riesig und nicht besonders hübsch, aber es wird das auf seine Dienste tun. Wenn ich denn hier gerade den Doyle da sehe. Doyle, kannst du mir bitte mal den hier auf. Bei eigentlich ist es auch fast egal. Ja, okay. Hier bauen wir nichts mehr. Das reicht. Was wir hier haben, ist okay. Ja, Markus hat auch gerade schon ordentlich Holz noch rangeholt.
Und jetzt macht er hier schon weiter, aber das sollte doch laufen. Ja, hier kann man schon ein wenig erkennen, wie die Struktur so gedacht ist. Wir werden hier so einen Gang haben hier in der obersten Ebene. Wir kriegen hier so ein kleines Treppenhaus, wo es dann eine Ebene tiefer geht. Und an der Stelle kriegen wir dann dort die Gänge an der Seite, ja. Und naja, das wird man dann sehen. Im Moment noch nicht zu viel hier an der Stelle. Wir werden sehen. Und hier mit den Durchgängen muss ich dann natürlich auch mal noch gucken, aber aktuell ist das noch nicht ganz so wichtig. Sonst würde ich hier prinzipiell natürlich auch gerne noch weiter graben, aber ich denke, wichtiger ist denn doch. Also hier der Eichenbrüder-Schrein, der war natürlich besonders wichtig. Jetzt haben wir hier schon zweimal, wo sie beten können, und dann der andere Schrein, und dann sollte das schon gehen. Jetzt machst du hier den Boden. Na ja, gut, am Ende ist es wurscht. Die Idee ist denn, ja klar, also wie gesagt, darunter werden wir ja frei buddeln. Insofern brauchen wir da auch die Holzflube. Sonst geht das nicht, sonst können wir da nicht mehr drüber laufen. Und ja, naja, mal gucken. Okay. So, wo sind wir denn? 17 Uhr. Wir haben heute. Oh, ich wollte gerade sagen, ja. Eieiei, Angriff Bergbanditen. Okay, mach das. Wir haben heute noch gar kein Training gehabt, aber Schießtraining, das werden wir dann wohl auch nicht mehr kriegen. Gut, dann lass mal schauen, was haben wir denn hier? Tja, naja, da kann man dann schon wieder sehen, in dem harten Modus, was kriegen wir an Angreifern? Das sind 5 Bogenschützen und dann noch 12 Marodeure. Also 17 Angreifer. Ne? Das ist schon ganz ordentlich. Aber okay, denn kommen von links. Dann müssen wir erstmal gucken hier. Erstmal alle hier. Erstmal kriegen alle, die das können. Und das sind ja doch einige. Ihr wollt euch erstmal jetzt hier lang bögen. Das ist jetzt wichtig. Warte, wollte ich was erzählen von Training. Du holst dir den Langbogen, das ist, Colina ist beim Transport. Hat er mich jetzt da oben eigentlich hingeschoben? Wir starten hier einen Angriff. Colina, du, ich weiß nicht, was du gerade machst, aber das heißt, die kommen von da drüben. Oh, Siedler sind unbewaffnet. Ja, ja, ja. Bisschen, du, was transportierst du denn gerade? Das kannst du vergessen. Hol dir Unterhaltung genießt. Oh, Leute, was ist das wieder für ein Käse? Na gut, machen wir das manuell. Mit der Waffe. Natürlich muss es sich den Bogen holen. Ich würde sagen, die anderen hier. Das ist, naja, da haben sie mich gerade ein kleines bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Jetzt gucke ich gerade noch mal, dass. Wo waren die denn jetzt? Die waren. Die kommen von dort. Okay, okay, okay. Gut, denn. Ja, ja, ihr seid hier alle angegriffen. Ende. Alle anderen hier aufs Dach. Also auf unsere Sachen doll einziehen und ran hier. Und Emelina, nee, da ist jetzt nichts mehr mit Ressourcen ernten. Und Markus, du gehst auch hier aufs Dach. Okay. Und Lina, muss man mal gucken. So, Godric hat den Landbogen. Gärtner, nee, Godric. Das fällt aus. So, dann komm mal runter hier. Dann kann ich jetzt auch, nachdem er sich seinen Bogen geholt hat, mit dem Proviantbeutel, das passiert nicht. Lina, du musst dir hier den Bogen holen. Ausrüsten, Langbogen. Genau, mach. Ah, sie ist schon da. Das sollte kein Problem sein. Und Timing her. Nur mit dem Proviantbeutel. Das wird dann nix. So. Dann kannst du jetzt auch hier aufs Dach. Ran da. Und oh, mal gucken. Haben wir alle hier oben? Kurzer Check. Alle da. Okay, wunderbar. So, und wo kommen die Gegner? Da kommen sie. Okay, das ist natürlich wieder super von der Grafik hier mitten im Regen. Boah, man sieht ja fast gar nichts, denn das finde ich ja schon wieder doof. So, Emily, du kannst mal hier hin. Okay, na gut, aber wir werden es hinkriegen. Denke ich mal.
Ich finde es nur unglücklich, wenn das alles hier immer so grau und das Wetter draußen. Oh, Siedler 6, mehrfache Auswahl. So, da wollen wir mal gucken. Klar, das Wichtigste wird wieder sein, schnell die Bogenschützen wegzukriegen. Hier kommt einer rangerannt und als erstes versuchen wir natürlich den Ding. Haben sie fast kaputt gekriegt. So, da wollen wir mal gucken, ja. Wichtigste sind, wie, oh, da ist ein Bogenschütze. Der hat schon wieder getroffen. Geht schon einmal an die andere Seite. Bogenschützen Adept. Ja, meine Leute sind einigermaßen gut, aber ein bisschen brauchen sie doch hier. Zwei Bogenschützen haben wir weg. So, der ging sehr gut. Da ist noch ein Bogenschütze. Na, macht ihn um hier. So, da ist er weg. Wunden, ja, das Colina hat was abgekriegt. Haben wir denn überhaupt noch? Ne, die ein Bogenschütze ist irgendwo noch. Okay, den müssen wir jetzt mal finden hier. Da ist er. Okay. Der Osfrit. Komm, mach ihn, bevor der nochmal schießt. Haut auf da. So, okay, wir haben alle Bogenschützen weg. Dann müssen wir uns jetzt hier kümmern. Da können wir jetzt auch wieder runtergehen. Das ist doch. Einfach, wie gesagt, extra Höhe bringt nichts. Solange man überhaupt in der Höhe ist, ist alles wunderbar. Der steht da vor der Tür. Oh, guck mal hier, Colina hat kräftig was abgekriegt. Die ist am Humpeln. Aber, und die kommen alle von hier. Na denn, Colina, kannst du auch nach hier? Was ist denn albern? Markus steht da oben. Ja, ich gehe dann doch lieber hier an den Rand von meiner Basis. Meine, wenn die hier hinter stehen. Aber gut. Jetzt haben wir hier natürlich die. So, jetzt stehen wir da alle oben. Die haben keine Chance. Klar, die müssten sich jetzt hier durch die Türen durchprügeln. Das versuchen sie auch. Keine Frage. Aber das sind jetzt schon verstärkte Türen. Und das sieht natürlich nicht sonderlich gut aus hier für die Bergbanditen. Da scheint auch aktuell immer nur einer auf die Tür einzuhauen. Der ist Sinrik. Und der ist jetzt weg. Die werden wahrscheinlich auch gleich aufgeben hier. Ja, da haben wir es denn schon. Die belagerten Siedler wurden im Herbst 1353 angegriffen. Ihre Tortur dauerte 3,5 Stunden. Zum Glück überlebten alle Siedler 14 eingestorben während des Kampfes. Douglas war am tapfersten. Und guck mal an, der Douglas. Colina nahm den meisten Schaden. Ja, mal gesehen. Ja, wie gesagt, ich glaube, das war ziemlich am Anfang. Die schießen einmal und treffen sofort. Und dann dauert das viel länger. Aber okay, es ist halt wie es ist. Hängt auch sicherlich hier und da so vom Moment. Den will ich nicht, dass der sich verdrückt. Schick dem mal schnell noch einen dahin daher. Das sieht gut aus. Die zwei auch hier. Solange er noch in Reichweite ist. Ah, es ist doof. Wahrscheinlich weg, den haben wir hier erwischt. Der wird das wohl auch schaffen, fürchte ich. Wirklich mies hier mit eurem Schießen. Kriegen wir den noch hin? Ich fürchte, den schaffen wir nicht mehr. Einmal hätten wir irgendwie noch einen mitgeben müssen. Na gut, okay. Was soll's. Habt ihr ordentlich gemacht. So, denn haben sie hier alle erwischt. Wahrscheinlich haben sie uns wieder allen möglichen Müll hier noch mit in die Basis rein. Nee, wobei, guck mal, hier liegt nichts. Das hat funktioniert, die sind alle vor der Tür. Okay, so, dann haben wir hier aber auch noch einige Dinge. Wunderbar, na, das ist doch hervorragend gelaufen. Okay, dann sind hier schon zwei, die haben sich hingelegt. Naja, klar, es ist auch abends. Colina ist verletzt. Wartet auf medizinische Behandlung. Doyle kommt zu Hilfe. Eigentlich ist Markus unser Behandler. Warte mal, der schläft schon. Dann kannst du das bitte hier mal übernehmen, Markus? Sich wieder aufwecken. Naja.
Okay, dann mache ich mal Ionenversorgung. Nee, du nicht, Doyle. Du sollst nicht schlafen, Markus. Du musst die Colina versorgen. Jetzt macht das, okay. War von Doyle geblockt. Weil Markus ist ja an der Stelle doch. Macht er das jetzt? Ich sehe irgendwie gar nicht hier. Wo bist denn du, Markus? Hast du dich jetzt dazugelegt? Nee, der steht hier oben. Das war gerade sehr von der Grafik. Nee, nee. Hey du Marcolina, das ist schon gut. Er hat ja hier, was soll man denn da? Er ist Medizin 12 und mag das auch sehr gern. Und oder Erfahrung, er mag es gern. Und ja, ist gut. Das ist aber ganz schön zu tun hier. Ah, die hat schon einige mitgekriegt, wenn das auch irgendwo, na gut, bleibende Schäden sind es wahrscheinlich nicht. Jetzt schlafen sie okay, und weil sie genesen ist, müssen wir mal hier. Wie steht hier immer noch, der schläft? Das ging irgendwie seltsam. Im ersten Moment lag er irgendwie hier quasi über ihr drüber, so sah das zumindest aus. Und jetzt schläft er und steht hier aber immer noch, aber ah ja, gut, das ist jetzt auch mal egal. Gut, schauen wir mal. Lief ja soweit ganz gut. Die Ziegen waren gerade noch fleißig. Jetzt schlafen sie natürlich auch. Haben schon ein paar Leichen weggeschafft, oder? Ja, hier liegen schon ein, zwei. Guck mal, die sind schon 6 Leichen von denen. Wie viel hatten wir? 14 hat er gesagt. Einen haben wir denn noch abgeschossen. 15 Leichen müssten es insgesamt sein. Ich habe das jetzt hier auch alles noch nicht priorisiert. Schauen wir mal, ob das weiter ganz gut geht. Ich würde natürlich gerne immer die Leichen so schnell wie es geht, weghaben. Mal gucken, ist hier schon jemand dran? Ernährung 584, was alles so für interessante Infos gibt. Also pass auf, wir machen das jetzt trotzdem mal so. Leichen sollen weg. Könnte man sicherlich irgendwo hier auch an der Seite verbrennen. Aber. Oh, guck mal, hier haben sie wohl Leichen weggebracht. Da ist nur noch die eine Leiche und so viel Ausrüstung. Naja, okay. So, mal gucken. Die meisten meiner Leute schlafen noch. Unsere Tierchen sind aber teilweise schon aktiv. Teilweise, ich dachte. Sieht man hier, was machst du gerade? Untätig. Wie untätig? Na gut, es ist nachts um 4. Schlafen fände ich jetzt in Ordnung, aber untätig? Das geht ja gar nicht. So, Maxi, was machst du jetzt hier? Sich irgendwas ausgedacht, transportiert zum Lagerplatz die Leiche hier vielleicht? Die hatte ich als erstes angelegt. Ja, wunderbar. Sehr gut. So, und hier kommen dann natürlich auch schon die Wölfe und knabbern die Leichen an, aber ja, können sie machen. Wenn sie das gerne möchten. So, und hier kann man auch schon sehen, hier hatte ich ja das eingestellt, dass hier die Knochen nicht gelagert werden sollen. Die gehen dann hier rüber und werden dann hier gestapelt. Und das ist irgendwie viel besser, finde ich, ablauftechnisch. Na gut, so, hier geht es weiter. Unsere Leute schlafen alle noch, bis auf Emelina und Doyle. Die sind dann doch jetzt natürlich schon am Transportieren. Markus steht immer noch hier und heilt. Das sieht irgendwie schon witzig aus. Aber okay. Also ich wollte ja mal gucken, was Colina hier hat. Also denn irgendwelche durchbohrte Wange. Na gut, das ist in 5 Stunden durch und dann ist er da auch wieder safe. Na gut, okay. Naja, den Angriff haben wir, glaube ich, mal wieder sehr, sehr schön hingekriegt. Das ist auch quasi nichts kaputt gegangen, auch die äußeren Türen nicht. Ja, ich denke mal, die Tür. Moment, die hat sicher etwas mitbekommen. 500 Trefferpunkte, 242, das ist schon erheblich mehr. Die Holztüren haben nur 120, die Holztür wäre durch gewesen, aber die halten das schon aus. Ja, und ich finde es interessant, da stand nur einer davor. Macht das im Allgemeinen lieber so, hatte ich ja, glaube ich, beim Bauen gesagt, die äußeren nicht so, aber ich habe also die äußeren nicht verstärkt, weil ich ab und an den Eindruck habe, dann kann einer hier stehen, einer hier, die prügeln da drauf und im Gang können sie das nicht. Aber das sah jetzt nicht so aus, muss ich sagen. Da hat immer nur einer auf reingehauen. Na ja, gut, wir haben ja jetzt auch die äußeren Türen als verstärkt. Ja, das ist okay.
Muss man natürlich reparieren. Da braucht man auch wieder Rohstoffe dafür. Auch Metall, Baum. Aber wir haben die ja. Und also ein wenig haben wir noch und wir werden jetzt natürlich auch wieder Sachen zerlegen. Wir heißen hier, da geht schon los, wollte gerade sagen, Holzmetallgegenstände und Kotterik war der Schneider, ne? Da wird sich sicher auch was finden. Jo, haben wir denn irgendwelche Sachen? Nee, ich wollte bei den erstmal hier, nee, da ist nichts. Gegenstände haben wir dann einen Haufen Waffen, die wir zerlegen können. Fernkampfwaffen haben wir noch ein paar Kurz- und Kriegsbögen, ne? Die werden sie alle zerkloppen, die gute Kurzbogen, naja. Kurzbogen habe ich im Wesentlichen ja fürs Training und beim Training brauchen wir eigentlich gar keine besonders guten Teile. Da treffen sie nur besser oder machen mehr Schaden, das muss ja nicht sein. Schilde gab es auch zwei zum Zerlegen, Rüstung, oh, sogar ein Plattenharnisch und der wäre noch intakt. Aber nee, das große Wirkung auf Bewegungstempo, das will ich nicht. Wir werden die leichten und mittleren nehmen, das ist in Ordnung, wenn wir da was haben. Allerdings oh, eine guten Kettenrüstung und sogar noch mit 58. Das ist ordentlich, die kann einer tragen. Die schwachen werden wir zerlegen, die sind ohnehin ziemlich kaputt. Helme, Kettenhelme sind da einer mit 71. Der ist sogar ein guter mit 80. Die werden wir auch selbst nutzen. Naja, okay. So, zeig mal, haben wir da eingestellt? Ja, da sind. Die sind, das sind halt eine von den Helm 50. Ich denke, da wird sich der Douglas dann auch noch einen Helm holen. Das war jetzt zwangsweise bei Colina. Ja. Okay, du kriegst erstmal hier den Kurzbogen dann wieder. Und Rodrik. Doch. Heute braucht man kein Training mehr. Du kannst den abgeben. Hol dir den mal alleine. So, und bei den Rüstungen, ja, da müssten wir dann eigentlich auch. Gut, wir müssen sie erstmal natürlich ins Lager bekommen. Vorher holen sie sich die nicht, aber dann wird das sicherlich auch passieren. Ja, okay. Gut, das war mal diese Geschichte. Mal sehen. Okay, so, Emelina ist schon wieder fleißig hier am Ernten. Das sieht gut aus. Okay, so, Forschung 25. Jetzt geht das aber, glaube ich, hier auch ganz schön ab. Also, wir hatten ja gesagt, erstmal den hier, dafür brauche ich 30. Das sollten wir relativ bald haben. Gut, aber mit. Dann haben wir zwei Forschungstische, denn werden wohl Colina und Douglas, der hängt da schon dran. Öfter mal schreiben. Aber okay, gut. Dann werden. Kann mal bitte jemand hier die Leiche, die direkt vor der Tür liegt, wegräumen? Wo geht es ja nur auch wirklich nicht hier? Lina ist aufgetransportiert zum Lagerplatz. Wie wir das denn? Die holen sich ja langsam schon die Dinge. Markus, die Holzsachen, die er zerlegt. Doyle ist auch mit Metallgrad beschäftigt. Insofern sind unsere Ausbautätigkeiten, was Graben und Bauen der Basis angehen, gerade ein wenig zurückgestellt. Aber ja, ich glaube, gerade ja, Markus Holz ist im Allgemeinen nicht so viel, da sollte er relativ fix durch sein. Doyle sammelt weiter Erfahrung. Jetzt ist er auf 19 im Schmieden. Das ist natürlich wichtig, vor allem gerade beim Schmieden, dass er hochkommt, wenn wir erst hier Barren und Teile und solche Sachen machen wollen, denn. Dann wird das schon wichtig sein und deshalb mag ich das eigentlich ganz gerne, dass hier auch die ganzen Items, dass man die zerlegt, das gibt ja auch Erfahrung. Und im Moment, außer der Schneider hier, der Gottrick, der hat uns ja doch schon einiges an Ausrüstung gebaut, Winterklamotten halt. Und aber ein Schmied für Rüstung braucht man nicht. Wir kriegen hier ausreichend Sachen, finde ich. Es ist okay, weil man noch sehen hier, Colina, wie war denn das eigentlich? Hatte Colina hatte eine solide Kettenrüstung. Ja, die ist inzwischen auch ziemlich kaputt. 39 von 190. Naja, gut. Da kann man wahrscheinlich demnächst sich Sachen auch etwas höher drehen, aber solange wir hier nicht Sachen selber herstellen können,
an Rüstung, lasse ich das erstmal so. Ich bin nach wie vor verwundert, wieso sich niemand hier interessiert für. Ach, das ist für einen Wolf reserviert. Das ist natürlich. Ja, das hatte ich schon mal gesehen. Irgendwo rennt hier auf einer Karte ein Wolf rum. Der kommt wahrscheinlich gerade her und will den aufputtern. Und weil das so ist, kann den niemand transportieren. Na, das ist ja wohl wieder ein Käse. Also, sowas. Warte mal hier unsere. Kann ich da die ziehen? Können wir leider nicht direkt steuern. Willst du eine Emelina? Pass mal auf, wir machen mal Bestattung. Eine leere Grabstelle. Ach so, transportier du das. Ja, das finde ich natürlich unglücklich. Das hatte ich irgendwann, glaube ich, schon mal gesehen. War mir jetzt aber gar nicht sicher. Wir haben das ja schon oft gesehen. Gerade wenn hier Leichen rumliegen, dann kommen schon die Wölfe. Aber das Gefresstwerden der Leichen, dass das verhindert, dass die Leichen weggetransportiert werden, das finde ich natürlich schon sehr unglücklich. Also das sollte, finde ich, nicht sein. Aber okay, nur wenn ich das finde. Hier ist mal wieder noch ein Apfelbaum zu fällen, wenn ich den Berliner ja gerade habe. Kannst du das bitte gerade mal übernehmen? Was haben wir denn inzwischen? Na, wir haben schon wirklich eine Menge. Das sind hier 7 und hier unten war schon einer gepflanzt. 8. Das sind unsere Apfelbaumplätze. Waren schon fast belegt. So. Das geht wieder hier nicht zu priorisieren, aber irgendeiner, der pflanzt, wird das denn sicher tun. Ich denke, die Bäume sollten eigentlich durch den Winter kommen. Das dürfte kein Problem sein. So, da sind die ganzen Leichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16. 16 waren das sogar. Ja, stimmt, einer ist weggerannt. Stimmt, wir hatten 16. Na gut, okay, dann haben wir die mal alle aus der Sichtweite bekommen. Und ja, jetzt, wie gesagt, jetzt verrotten die denn da und irgendwann kommen Knochen raus. Die schaffen wir denn darüber, sodass wir hier wieder Platz haben. Ansonsten würde irgendwo alles hier, so wie hier mit Asche oder Knochen oder so, hier einzeln rumliegen. Und das ist irgendwie dann doch doof. Naja, okay, gut. Wie sieht es denn jetzt aus? Wir haben 13 Uhr. Es ist ein neuer Tag, ja. Und dann dürfte eigentlich, hat das irgendwie hier noch. Könnten fast hier nochmal Training wieder machen. Ihr habt euch schon wieder eure Kurzbögen geholt. Ja, das ist gar nicht übel. Wie da ist. Rodrik ist am Schneidern. Oh, okay, da hat noch ein bisschen etwas. Ein wenig was zu zerlegen. Wie war denn das hier mit der Oh. Okay, nicht ein wenig. Er hat noch eine ganze Menge zu zerlegen. Boah, haben die uns einen Haufen Zeug vor die Tür geschmissen. Ich denke hier die 100%, das ist selbst hergestellt. Einmal. Und der Rest, den wird er alles nach und nach verhackstückeln. Colina ist beim Essen zubereiten. So, du bist da gerade hin mit Zeug. Naja, dann lasse ich dich das mal vorbei. Nee. Guck mal, wir machen mal kurz hier. Ist nur schlecht. Jetzt schicke ich dich schon wieder zum Training, Colina. Finde ich insofern unglücklich. Hat sich ja gerade von ihren Verletzungen erholt. Ich hoffe, der Godric trifft sie nicht so häufig. Aber es hilft ja nichts. Nee, wir wollen hier hoch. Wobei, es ist eigentlich gar nicht so übel. Er ist inzwischen auf 13. 16, ich gar nicht bei dem Angriff. Mal sicherlich auch die eine oder andere Upgrade gehabt. Colina ist schon 15. Die ist also durchaus auch schon ganz ordentlich hochgekommen. Naja, am Ende hilft natürlich ja jede Erfahrung, jeder zusätzliche Level für Schaden, für Treffen und ist schon gut. Jetzt hat sie sogar schon mal hier getroffen wieder. Was macht ihr denn hier? Ihr sollt euch doch nicht treffen. So, gut, jetzt ist er auf 14. Ja, Meisterschütze hier. Okay. So, schauen wir mal. Wo steht sie denn? Sie hat auch, oh, sie hat die 16 Grad bekommen. Und wir haben eine neue Ziege bekommen. Schön. Na gut, das können wir einstellen, während ihr euch hier beballert. Und die Ziege ist direkt domestiziert geboren worden. Wie schön. Aber ich glaube hier, wenn die Eltern domestiziert sind, wenn sie alle beide, dann kommt das immer gleich. Also gut, domestiziert sind die ohnehin, aber schon halt auch trainiert. Kann direkt was übernehmen.
Ein Transport. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, so viel transportieren können die kleinen Zicklein natürlich erstmal nicht. Das macht ja auch total Sinn. So, Colina ist durch. Kursrich ist noch nicht am Tagescap. Wird wohl aber auch gleich sein. Die Gruppe von Tieren, Wildschweine, das ist mir eigentlich relativ egal. So, jetzt haben wir das hier geschafft. Ist okay. Baum erstellt. Eichenbrüder Tempel. Ja, wir haben unseren ersten Tempel. Super. Sehr schön. Das ist auch klasse. Ja, Markus ist inzwischen am Bauen. Er ist fertig hier mit seinem Holz zerlegen. Hat dabei natürlich auch wieder noch etwas Holz rausbekommen. Aber gut, bei Holz ist natürlich nicht ganz so gut. Und Colita hat schon wieder was fertig trainiert. Jetzt geht das hier aber. Und noch ein. Da sag mal, ach, die Kuh hat sie trainiert. Das ist ja alles super. Tja, war mal nichts mehr zu trainieren hier. Ich weiß gar nicht, wie. So, nur ein Haustier pro Siedler, ja. Naja, Markus kriegt auch noch eine Ziege. Die Kuh kriegt keinen ab. Aber das ist, glaube ich, nicht gar so wichtig. Tja, wir haben da nicht so viele Haustiere. Aber wir können jetzt alle transportieren. Auch unsere Kuh. Shadow heißt die Kuh. Die kann natürlich richtig deutlich mehr transportieren und mehr Kühe ist ohnehin toll, wenn wir denn irgendwann hier doch Handelsrouten aufmachen wollen. Mal erwähnt, so jetzt können wir hier auf Forschung gehen. Und dann gibt es hier die Stufe 2. Die nächste größeren Forschungstisch. Den stellen wir mal direkt hier in und den anderen, den kommen wir denn dahin bei einem Tisch mit dem Ding hier an der Seite. Machen wir das mal so, nicht wie der andere wird, aber der andere, der wird noch größer. Das könnte sonst ein Problem werden, aber ach naja, wir können das ja immer noch umbauen. Machen wir mal so, ich finde, der passt hier besser an diese Seite, also stellen wir den mal dahin. Haben wir uns da die Wand zugebaut für Bücher. Hier wird es schon wieder tierisch voll. Boah, ich finde das so doof von der Idee, dass Sachen, die man da erforscht hat, die Bücher dazu, dass man die alle lagern muss. Und zwar das ganze Spiel. Also irgendwann haben wir hier alles vollgeknallt mit Regalen und Büchern. Und also ja, es ist handhabbar. Ne? Das ist nicht die Sache, das kriegt man schon hin. Aber also echt, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Lass uns mal gerade an die Wand da noch zwei Regale weiter hinbauen, dann haben wir da wieder genug Platz. Ich meine, wir haben hier noch Regal und hier ist auch noch Platz, also noch ist es nicht knapp, aber naja, okay. Je mehr, je besser. So, naja, so nach und nach kriegen wir hier unsere Gebäude hin, ne? Wir haben hier unsere große Halle auch mit gut. Die Bibliothek ist auch mit gut. Und wie sieht es hier im Eichenbrüder-Tempel aus? Der ist auch gut. Das ist natürlich toll. Wenn die denn hier beten, dann kriegen sie gleich noch weitere Boni. Das ist schon toll. Den Raum brauchen wir dann freilich auch noch. Aber der Eichenbrüder war halt doch wichtiger. Wir haben ja nur, wie wir anfangs geschaut haben, wo der Douglas ist, Restitutionist. Boah, ich werde dieses Wort, glaube ich, nie richtig hinkriegen. Da kämpfe ich ja fast von Anfang an mit. Naja, okay. Gut. Soweit, so gut. Tja, inzwischen rennen denn hier alle unsere Tierchen hier durch unsere Basis. Wir haben ja keinen mehr, der nicht trainiert ist. Ja, das ist sicherlich ja auch immer ein wenig zufallsbedingt. Je nachdem, wie viele Kinder die kriegen. Gab ja eben nur ein Kind. Ab und an haben die Zicklein ja auch zwei. War, glaube ich, schon mal eine Einzelgeburt, aber naja, gut, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Die sind doch recht fleißig und helfen. Jetzt können wir mal schauen, achso, hier ist das Ding weg, dann können wir an der Stelle den Bereich hier auch wieder noch erweitern, ja, gut. Allzu viel haben wir hier noch nicht liegen, momentan. Erde. Die Idee ist im Wesentlichen gewesen, dass sie die Erde nicht rausschaffen, aber rausschaffen müssen vor die Basis da oben, also vor das Häuslein, was wir da über der Erde stehen haben. Aber gut, wir haben es ja teilweise schon beobachtet. Inzwischen
sind die Ziegen schon sehr aktiv und ohne dass wir da was priorisieren müssen, bringen sie trotzdem die Erde schon von alleine nach außen und das ist natürlich denn, ja, da ist das nicht mehr ganz so arg. Trotzdem macht das hier ruhig weiter, da haben wir etwas Platz. Die Zweige, die sind trotzdem schon vollgelegt, ja. Mehr kriegen wir da nicht unter, muss auch nicht sein. Das reicht. Die haben wir vor allem, um hier unsere diversen Leben Feuerbehälter mit Brennmaterial zu versorgen. Und wenn ich das überall richtig eingestellt habe, dann habe ich da ja das Holz rausgenommen aus dem Brennmaterial dort und das läuft im Wesentlichen mit Zweigen. Und der Hintergrund ist natürlich, Zweige haben wir reichlich, Holz haben wir zwar durchaus auch ganz ordentlich, aber das brauchen wir ja doch für viele andere Baustellen und natürlich will ich denn das Holz nicht in diesen Behältern verfeuern. Ich würde zwar denken, die Logik da ist schon so, dass dann je nach Material, was man da reinsteckt, umso länger hält es halt. Also Zweige am wenigsten und Kohle am meisten, aber Kohle haben wir jetzt sowieso noch nicht. Trotzdem, die sollen die Zweige da verfeuern. Da müssen, apropos verfeuern, ich glaube, ich habe noch gar keinen als Hausmeister eingeteilt. Das ist natürlich auch nicht gut. Da sollte einer noch Priorität bekommen. Wie nehmen wir denn da? Du hast vor allem die Aufgabe, Doyle Schmieden Bergbau, ja. Vielleicht wirklich sogar Colina, weil die ist, wenn sie denn nicht die Tiere versorgt, also trainiert, und das kann sie ja jetzt nicht mehr, wir haben keine untrainierten Tiere, dann ist sie mit Kochen und Forschen, ja. Ich werde Colina mal hier auf Hausmeister auf 2, dann ist sie hier, das wird sie machen, vor der Forschung. Das ist schon wichtig und Hausmeister, na gut, steht das nicht vielleicht sogar da. Ja, Türen haben wir momentan noch nicht zu schließen und zu öffnen und Fackeln auch nicht, aber ich glaube auch es steht jetzt zwar an der Stelle nicht da, aber gut, das sind ja nur Beispiele, das Nachfüllen der Feuerbehälter oder unserer Heizungslehmbehälter, das ist auch eine Hausmeisteraufgabe. Rodrik ist Schneider und Botanik, den würde ich da vielleicht auch mal noch einstellen. Ihr zwei seid mal bitte unsere Hausmeister. Wobei hier haben wir Zweier in der Richtung. Also hier auf 1 gehen. Damit er das macht, bevor er schneidert und kocht. Haben wir das an der Stelle so, dann lass uns mal noch einen Blick auf die Nahrung werfen. Boah, unsere Nahrung. Okay, wir werden keine Probleme haben, über den Winter zu kommen, würde ich sagen. Hier haben wir alles gebaut, aber die Regale wären auch voll. Naja, kein Wunder, wenn wir hier so viel Zeug rumliegen. Das ist ja Wahnsinn. Mache ich noch ein paar Regale vielleicht gerade mal hin. Da kommen wir gerade her. Vielleicht ein wenig. Ein wenig ist gut, gleich mal 10 Regale hingesetzt, aber okay. So. Du kannst hier noch einen ranbauen. Nächste Strebe. So, naja, okay. Das ist ja schon mal gar nicht übel. Räucherdinger haben wir hier nicht mehr, aber da müsste ja denn, ja, wir haben inzwischen 40 Räucherfleisch. Das passt auch. Das haben wir haltbar gemacht. Wunderbar. So, denn wie sieht es denn aus hier? Rodrik schläft, unser Schneider. Gut, Holz ist fertig, Metall, das dürfte noch eine ganze Weile dauern. Doyle wird hier noch beschäftigt sein. Aber das hatten wir ja nach dem Angriff gesehen. Die Menge, aber das ist eigentlich immer normal, die Menge an Waffen und Rüstung, wo Metall dann rauskommt, ist im Allgemeinen immer am höchsten. Also der Schmied hat viel länger zu tun als der Holzarbeiter. Der ist am schnellsten fertig und auch als der Schneider. Ich guck gerade mal, was haben wir denn inzwischen hier in Europa an 58? Okay, das ist jetzt nicht gigantisch viel, aber gut, wir brauchen es im Moment auch noch nicht für allzu viele Ausgaben. Okay, so, Markus wird hier den Forschungstisch hinsetzen, den Zweier. Da muss man dann natürlich auch jemand reinstellen, aber wie gesagt, das werden, glaube ich, weiter Douglas und Colina machen, je nach dem, wie sie halt Zeit finden. So, 11,
Was haben wir als nächstes? Ja, werden wir die Bücher haben, die hier in Imkerei und Kartografie braucht nur 30 hiervon. Jo, gut, das werden die nächsten zwei Dinge sein. Und dann schauen wir mal, wo wir stehen. Natürlich ist hier so das wesentliche Ziel, dass wir denn da unseren Einfluss in der Welt auf 100% hochkriegen. Da sind wir mit Sicherheit noch weit, weit von entfernt. Ja, und dann mal gucken, ja, wie das hier so wird. Klar, das Ziel hier in dem Let's Play ist jetzt nicht hier ein besonders hübsches, großes Schloss hinzustellen oder eine Burg. Wir wollen die Basis allerdings trotzdem komplett hinstellen und auch von der Verteidigung bauen. Ich denke, das, was wir im Moment hier über der Erde stehen haben, das wird so natürlich auch nicht bleiben. Das werden wir noch deutlich hübscher machen, keine Frage. Nur im Moment hat es da natürlich auch noch nicht so die ganz große Prio, oder? Nee, dafür brauchen wir Steine, Kalkstein und da haben wir einfach momentan noch nicht so wahnsinnig viel. So, ich wollte den Gottring mal noch auf 15 ziehen. Colina ist jetzt schon auf 16. Hier, wer ist ansonsten der Kleinste? Ja, mal auch eine 16. 20 Emelina auf 14. Naja, aber. Ich glaube, ich lasse das mit dem Training bleiben. Rodrik ist 14 und Emelina, die anderen sind alle schon auf 15. 15 brauchen wir halt dann für die schweren Armbrüste. Aber gut, zum einen haben wir die noch lange nicht. Und die werden sicher beide noch an Erfahrung kriegen von irgendwelchen Angriffen. Wahrscheinlich werden wir im Winter denn hier auch wieder noch jagen. Andererseits. Wir machen das mal anders. Also, Colina, du kriegst erstmal auch einen Langbogen. Dann würde ich sagen, ich gebe dir mal hier einen Kurzbogen, Emelina, und du kannst vielleicht noch eine Runde denn mal mit Godric drehen. Und dann soll das genügen. Der ist hier. Was haben wir denn hier? 1200. Das wird nicht ganz reichen. Naja, es ist okay. Gut. Hier wächst es noch, aber ja gut, unsere Felder so nach und nach werden dann gerade auch schon deutlich weniger. Und tja, werdet hier mal fertig, liebe Leute, mit den Bauten hier unten. Weil klar, die Frage ist denn, kümmern wir uns erst um die Unterkünfte oder erst um die Felder? Naja, mal sehen im Winter. Ja, ich glaube, das kriegen wir alles über den Winter hin. Im Moment brauchen wir 6 Unterkünfte, also mehr in diese 6 hier und danach geht's dann sowieso schon in die unteren Ebenen. Problem ist halt, dass Doyle gerade hier so intensiv beschäftigt ist mit den Metallsachen und sonst keiner da Dinge tut. Jetzt schaue ich gerade, Emelina müsste sich doch eigentlich. Na, sie hat noch Ernte anpflanzen, ist nicht mehr, aber Ernte und etwas Holzfällen würde ich bei ihr vielleicht auch noch mal ansetzen. Und wenn sie das bauen, nee, Bergbau ist sie nicht, oder? Ja, okay. Colina wäre Bergbau, aber wenn Doyle und Markus keinen Bergbau machen, Colina hat sowieso ja mit Forschung, nee, da wird nichts passieren. Tja, aber wir haben keinen, der hier noch auch Bergbau, der da Spaß dran hat. Nö, dann bleibt das so. Da wird ja hier auch bald fertig sein. Wir können ja mal schauen hier. Gegenstände, wie sieht es denn aus hier? Oh Gott, der Schneider hat ja noch so viel zu tun. Wobei, das ist alles solide. Ich denke, da können wir auch schon mal hochdrehen. Ja, das werde ich machen beim Schneider. Und dann hat er wieder zu tun. Na gut, die Rüstungen haben schon abgenommen. Schilde sind schon ganz weg. Die Nahkampfwaffen auch, das heißt, da hat eigentlich nur hier noch die Rüstung, das ist gar nicht mehr so viel. Okay, das ist sehr schön. Dann lass uns mal den Schneider hier noch etwas umbauen. Und wir haben das ja hier eingestellt, nur die Schwachen. Ich würde jetzt auch solide zerlegen. Und hier zerkloppen wir die kaputten Sachen bis ausgezogen. Eigentlich können wir alles zerkloppen, was hier weniger als 50 Trefferpunkte hat. Prozent. Ja, das ist klar. Und hier haben wir den ganzen Rest, den wir sowieso zerhauen. Und dann kommt hier die Winter. Na gut, das wird er jetzt. Das wird erheblich weniger werden.
Weil er jetzt hier oben alles zerlegen kann, die Sachen hier. Das wird der Godric dann machen. Gut, dann haben wir da auch noch wieder weiter etwas mehr Platz. Um den Platz geht es nicht zwingend, aber auch. Irgendwo muss das ganze Zeug fair hin. So, das heißt aber auch, dass Godric und Doyle denn weiter hier noch beschäftigt sein werden. Godric jetzt vielleicht sogar noch etwas länger als Doyle, weil mehr zu tun ist. Naja, aber die Metallgegenstände, die werden dann auch bald fertig, ja. Alida und Douglas, unsere Forscher, sind am Tricken. Doyle steht hier dran. Naja, ist doch gar nicht übel. Da würde ich sagen, das hat doch einigermaßen gut geklappt. Also, ja, der Angriff hat hervorragend geklappt, nicht nur einigermaßen. So muss das sein. Und dann schauen wir mal in der nächsten. Oh, hier ist auch der Forschungstisch fertig. Warte, das stelle ich mal direkt noch ein. Und werden hier auch auf, nee, auf 50 gehen. Du stehst hier auf 1750, alles klar. Naja, ist doch wunderbar. Dann gucken wir mal, wie wir vorwärts kommen. Wir haben auch unseren ersten Schrein hier fertiggestellt. Das ist doch toll. Den zweiten sollten wir natürlich auch noch hinkriegen. Und ja, gucken wir uns auch so langsam um die Unterkünfte kümmern. Sieht doch ordentlich aus. Jo, dann also wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.